Früher war er immer für eine Schlagzeile gut. Hamburgs Richter gnadenlos. Ronald Schills Urteile waren gefürchtet. Er schaffte es sogar bis zum zweiten Hamburger Bürgermeister, bis er Ole von Beust erpressen wollte. Schon seit einiger Zeit ist Schill jetzt abgetaucht. Volker Albers und Adrian Geiges zeigen Ihnen, was aus ihm geworden ist. Hier irgendwo soll er angeblich wohnen. Ronald Schill, der einstige Richter gnadenlos. In der Favela Pavau Pavausinho. 5000 Menschen leben in diesem heruntergekommenen Stadtteil von Rio. Spurensuche. Wir haben ein älteres Foto von Schill dabei und fragen uns durch. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sagt dieser Anwohner. Was ist denn seine Adresse? Sie brauchen eine Adresse, wenn Sie ihn finden wollen. Auch ein anderer Mann, der gerade vorbeikommt, kann sich nicht erinnern, Schill jemals gesehen zu haben. So geht das ein paar Mal. Aber dann, der Erste, den wir angesprochen haben, ändert auf einmal seine Meinung. Wenn ich mich nicht täusche, wohnt er da hinten, am anderen Ende, sagt er uns plötzlich. Und auch im Imbissladen um die Ecke haben wir Erfolg. Der wohnt da oben. Sie müssen ganz nach oben gehen, sagt uns der Inhaber. Das machen wir. Immer weiter nach oben, verwinkelte Gassen und Treppen, ärmliche Häuser. Und dann, plötzlich, sind wir tatsächlich am Ziel. Von RTL. Ich wollte fragen, ob wir uns mal unterhalten können. Aber Sie haben nichts zu verbergen hier. Schöne Aussicht. Könnte jetzt sein. Die Tür ist zu und bleibt das auch. Früher suchte Schill die Presse. Das hat sich wohl geändert. Ronald Schill war 1993 bis 2001 Richter in Hamburg. Wegen seiner harten Urteile erhielt er den Spitznamen Richter gnadenlos. So forderte er zum Beispiel, Sexualstraftäter zu kastrieren. 2001 bis 2003 regierte Schill als zweiter Bürgermeister. Als er den damaligen ersten Bürgermeister Ole von Beust mit der Drohung erpressen wollte, dessen Homosexualität öffentlich zu machen, feuerte ihn dieser. In die Schlagzeilen geriet Schill dann noch einmal, als die Bild-Zeitung ein Video veröffentlichte, das ihn, den Law-and-Order-Mann, angeblich beim Koksen zeigte. Jetzt wohnt er also hier, Ex-Richter gnadenlos, in Rio de Janeiro, in einer Favela von wegen Copacabana. Was wissen Sie über ihn, fragen wir einen Nachbarn. Er hat das Haus neben Joe gekauft, sagt er. Wissen Sie, was er in der Vergangenheit gemacht hat? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er seit 6 Monaten hier wohnt. Gearbeitet hat Schill schon lange nicht mehr, lebt vermutlich von seiner Pension als Amtsrichter. Da er nicht wirklich lange im Amt war, soll die angeblich nur 1400 Euro betragen. 54 ist Schill jetzt und seinen Altersruhesitz, den hat er sich vermutlich mal ganz anders vorgestellt.